Hallöchen, meine Freunde, ihr Nacht und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Donnerstag mit dem Read. Jetzt hat er angefangen, ohne runterzuzählen. Ja. Das ist ein Arsch. Ja, ich muss heute mal den Beat ärgern. So, willkommen dann auch in meiner Aufnahme, ne? Genau, willkommen auch in der Aufnahme vom Read. Ich war so gemein, hab es früher gestartet. Richtig, da hat Rekörs gefragt, ob wir schon anfangen können. Ich sage, wegen mir schon lange, da hat er einfach losgelegt. Aber ich habe in dem Moment, dachte ich mir, der verarscht mich bestimmt wieder, dann habt ihr auch von einem, die Stoppuhr sogar gestartet. Ja, hab ich. Es ist ein wunderschöner Donnerstag. Richtig. Und bei mir läuft die Aufnahme übrigens immer durchgehend. Ja, bei mir nicht. Ja, bei mir ja schon. Warum eigentlich? Achso, stimmt, weil du ja... Weil ich dann eine große... Aufnahmeprogramm hast. Weil ich eine große Aufnahmedatei dann habe. Das wäre mir viel zu viel Aufwand beim Rendern. Ach, du musst eine Datei reinschieben, dann guckst du, wo sagst du Tschuss, Schluss, dann machst du da Folge trennen, dann spulst du vor bis zur Begrüßung, machst du Cut, den Rest, das Zwischenstück schmeißt du weg und dann machst du es wieder weiter. Ja, ich muss ja immer noch ein Intro reinhauen und Musik dahinter legen, weißt du? Das ist, ja, könnte ich auch noch machen, wenn ich eins hätte. Richtig. Aber ich habe ja keins. So. Und jetzt lese ich mir das mal durch, was da gerade der Silence gepostet hatte. Was das hat er denn gepostet? Erzähl doch mal. Ja, ich guck doch gerade. Ach so. Das hat er vor 5 Minuten auch schon gesagt. Mann! Frau! So, ich sehe schon mal, wir haben gerade besprochen, wir säen Gerste. Soll ich nur noch mal das Symbol von Gerste angucken? Was war das? Nein, Raps wollten wir säen, das war die Blume. Es geht um irgendeinen Erbschaftsstreit in Bezug auf die Firma, auf das die Organisation UNICEF. Moment. Ist übrigens mittlerweile 28,1 Grad bei mir im Zimmer. Bei mir 28,6. Nicht schlecht. Mich interessiert also, immer noch, ob der Brachios hat sich vorhin beschwert, dass er meinen Ventilator so laut im Hintergrund hört. Der Ventilator steht aber gut, ist 4 Meter weg und ist auf Stufe 1. Schreibt jetzt höre ich ihn nicht mehr, weil jetzt höre ich meinen Mähdrescher. Ja, ich höre jetzt auch hier mein Radlaster, genau. Mein Traktor relativ laut. Okay, es geht also darum, dass er ein Typ ein relativ hohes Barvermögen hatte und er hat ein Testament aufgesetzt, wovon 2 Drittel des Testamentes an die Hilfsorganisation UNICEF und 1 Drittel gehen an seinen Bruder. Jetzt kommt der Witz, die UNICEF will sich aber nicht mit dem 2 Drittel begnügen, sie möchte das volle Geld haben. Hä? Sie behindert? Sorry, dass ich so deutlich sage. Deswegen gibt es seit 1,5 Jahren einen Streit um das Testament beim Amtsgericht, denn UNICEF will sich nicht mit 2 Drittel begnügen, sondern will das ganze Erbe haben. Weiß man, um wie viel Geld es geht? Ich schaue gerade. Das sind die nicht im Ernst. UNICEF, ihr kriegt nichts mehr. Nö, ganz ehrlich, also an UNICEF spende ich dann auch nichts mehr. Wenn die so gierig sind. Jetzt mal ganz im Ernst, sie können froh sein, dass sie überhaupt was kriegen. Dass jemand bereit ist, ihnen Geld zu spenden. Und dann zu sagen, ja, aber wir wollen alles haben. Nö, nee, das ist blöd, ne? Hier steht leider nicht, um welche Höhe es geht. Und wenn UNICEF nicht einlenkt, wird demnächst das Oberlandesgericht München entscheiden müssen. Müssen. Wo steht denn das? Ja, es steht nirgendwo der genaue Betrag. Okay. Sondern nur, dass es besonders dreist ist, dass UNICEF gegen den Willen handelt, dass UNICEF überhaupt froh sein kann, dass sie überhaupt beerbt wurden. Und so weiter. Darf man nicht hier ernst, oder? Das kannst du nicht bringen. Alter.
Gerichtliche Auseinandersetzungen mit potenziellen Erben kämen selten vor, teilte UNICEF auf Anfrage mit. Bei Unklarheit suche man die Verständigung im üblichen Verfahren der Erbschaftserstellung, hat das Nachlassgericht die vorläufige Rechtsauffassung formuliert. Heißt es in der Stellungnahme. Wir sind grundsätzlich verpflichtet, entsprechende Auslegungen zu prüfen. Bei der Prüfung der uns vorliegenden Unterlagen fielen Widersprüche in der Begründung auf, die wir klären müssen. In welcher Begründung? In der Begründung, dass ich gesagt habe, die Hälfte meines Erbes geht an die und die Hälfte geht an die, weil ist so. Weil ich das so möchte. Es ist ein Erbe. Ganz im Ernst, Leute, spendet nichts mehr an UNICEF. Nee, offener Aufruf. Ja. Können wir mit UNICEF in die Text reinmachen. Mal gucken, ob es weniger Aufrufe gibt deswegen. Nicht in ihr Ernst. Alter Falter. Oh, das Ganze ist sogar mit Hashtag UNICEF auf UNICEF geschrieben worden. Oh. Also von den Leuten, die jetzt da wirklich keinen Bock drauf haben auf diese Aktion. Jetzt muss die Frage, wie gut die in den Twitter-Charts drin ist. Das sehe ich nämlich nicht, weil ich habe ja bloß meine Twitter-App. Da sehe ich ja keine Twitter-Charts. Doch. Ich habe jetzt nicht drauf geguckt. Mann. Und du unterhältst die Leute ja auch nicht. Muss ich ja reden. Doch, ich fahre hier mit meinem... Warum ist denn eigentlich an dem... Hä? Warum ist an dem... Hä? Warum ist an dem, eigentlich an dem... An dem Big M500? An dem Grasmäher-Ding kein Wagen hinten mehr dran? Weil der noch bei dem Silo steht. Warum steht denn der bei dem Silo? Also bei dem Futtermischdings. Ja, warum steht der da? Und weil ich da gerade abgeladen habe. Hast du die nicht ineinander gehängt? Die waren ineinander gehängt. Da bin ich mit dem Trecker weggefahren, weil der Trecker schneller fährt. Noch. Ich sehe da keine Twitter-Charts. Du musst auch nur in die richtige Richtung wischen, dann sind die da. Ach so. So, hier sind wir schon ein bisschen fertig. Nee, wie fahren wir? Was sagt unser Mais? Mais. 61 ist also noch genug Platz. Aber ja, ich habe sie voneinander getrennt, weil ich mit dem Treckersteller wegfahren kann. Ah, okay. Böser Onkel Drakios, böser Onkel. Wieso? Das macht man nicht. Du kannst sie doch nicht einfach trennen. Sind die doch auch traurig. Ich kann wischen, wie ich will. Ich sehe keine Twitter-Charts. Also auf der iPhone-App geht, habe ich mir. Bist du schon wieder müde? Bist du gerade aufgestanden? Ich bin noch heute Nacht vom Regen wach geworden. Musste dann, weil es geregnet hat, ganz schön dringend aufs Klo. Das hält dich stundenlang wach, dass du nicht schlafen konntest. Ja, dann hat es wieder eine halbe Stunde Gebrauch gefühlt, weil dann war der Regen so laut. Aha, du stellst ja aber heute an, ey. Und es war so warm. Und es ist während dem Regen noch nicht kälter geworden. Nee, da steigt erstmal nur die Luftfeuchtigkeit. So. Ich bring dann mal den großen Anhänger wieder zum Mähmäh. Ja, da fühlt er sich. Das ist ja glücklich. Ich finde es so witzig, wie das Scania hier den Hänger kaum unter Kontrolle kriegt. Ja, hier der Trecker kriegt den großen Anhänger hier auch nicht richtig unter Kontrolle. Also das haben, glaube ich, alle Fahrzeuge das Problem. Dass die ihre Anhänger nicht unter Kontrolle kriegen. Nee, aber ist schon dreist von UNICEF, oder? Zu sagen, ja, ich will aber alles. Ja, richtig. Auch wenn am Erbe was anderes steht. Ich gibt's da irgendwie meinen kleinen Finger, sein ganzes Handwerk, oder wie war das? Mhm. Ja, die nehmen mir gleich den ganzen Körper. Sollen sich doch. Ey, ganz im Ernst, da müsste jetzt ein Gericht beschließen, gut. Liebe UNICEF, liebe Spendenhilfsorganisation, wenn Sie der Meinung sind, das Erbe unrechtens anzufechten, weil das Erbe ist ja notarisch beglaubigt, das ist ja im Amtsgericht niedergelegt, kriegt halt gar nichts. Ist ja rechtens, dann bekommt ihr eben nichts. Ganz einfach, dann geht alles an die familiären Erben. Da freut sich der Bruder. Jo. Oder die anderen. Der spendet jetzt ganz bestimmt nicht an UNICEF. Ich glaube, da wird nie wieder irgendwer einer was nach UNICEF spenden. Also, wenn man das schon hört. Ja, aber das ist uns nicht genug. Wir wollen mehr.
Ball ist so. Ganz, also, na, ich kann's nicht verstehen und ich find's ehrlich gesagt auch ein bisschen widerlich. Ja, ist ziemlich. Reed! Entschuldigung! Raus aus meinem Träger. Bin doch schon. Träger! Ich find's irgendwie ein bisschen widerlich, wenn ich ehrlich bin. Von denen. Das geht gar nicht. Vor allem nicht, wenn du auf Spendengelder angewiesen bist. Ach, das sind die gar nicht. Ganz im Ernst. Also ich weiß sowieso nicht, ob bei UNICEF überhaupt jemals die Summe auch wirklich ankommt, die du da spendest. Oder ob der gesamte Apparat von UNICEF nicht schon mehr frisst. Um sich das hier mehr so in die eigene Tasche schustert. Da gibt's ja so einige Hilfsorganisationen, die ja dafür bekannt sind. Dass das Geld bei denen eher, naja, in die eigenen Taschen geschustert wird. Statt da anzukommen, wofür es gedacht ist. Deswegen hatte ja dieser bekannte YouTuber, als er damals seine Spenden eingesammelt hat, darauf geachtet, wo das Geld landet. Du meinst der mit G anfängt und mit Ronk aufhört? Genau. Ah, der. Deswegen hat er darauf geachtet, wo die Spenden landen. Ist auch richtig so. Ja. Damit sie auch wirklich da ankommen, wo sie hin sollen. Weil das Problem ist, finde ich sowieso seltsam. Also, das ist ja ein eingetragener Verein. Ein gemeinnütziger Verein, richtig? Richtig. Sprich, er darf nicht gewinnorientiert arbeiten. Das heißt ja gemeinnützig. Sie dürfen keinerlei Gewinn erwirtschaften. Genau. So, jetzt meine Frage. Wie wollen die das gewährleisten? Nicht gewinnbringend wirtschaften heißt ja 100% der Einnahmen gehen für laufende Kosten drauf. Durchaus, ja. So, sprich, ich sag mal, die bekommen eine 10.000 Euro Spende. Dann müssen sie von den 10.000 Euro ja ihre Leute bezahlen, Steuern bezahlen, Gebäude bezahlen, eine Infrastruktur bezahlen, die sie haben. Und dann geht ja ein dann hoffentlich größerer Teil als die Hälfte dahin, wofür es gedacht war für diese Aktion. Meinetwegen jetzt für hungernde Eselbabys in Papua-Neuguinea. Oder so. Jetzt ist die Frage, wie wollen die das gewährleisten? Oder wie will man als Staat gewährleisten, dass da nicht irgendwer sagt, ja, aber ich bin hier der Obermufti, ja, und ich bekomme von allen Spenden meinetwegen jetzt 30%. Gar nicht. Da muss doch irgendeine realistische Kontrollmöglichkeit sein, dass sich da nicht jemand irgendwie auf Kosten vom Elend anderer von den kleinen hungernden Eselbibichen in Papua-Neuguinea sich die Taschen verstopft. War UNICEF nicht eine Kinderhilfsorganisation? Babyesel, hallo, okay, sind auch Kinder. Ja, das sind auch Kinder, richtig. Das sind sogar noch Babys, noch viel schlimmer. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Nein, erklär's mir. Na, aber wie willst du kontrollieren, dass da nicht der Vorstand jetzt sitzt und sagt, ja, aber ich bekomme jetzt ein jährliches Gehalt oder monatliches Gehalt, was entspricht, ich sag jetzt mal wirklich 30% der monatlichen Einnahmen. Das kannst du gar nicht kontrollieren, glaube ich, oder? Das ist extrem schwierig. Ich weiß es nicht. Gibt es da irgendwo ein Cap, dass die halt nicht so und so viel mehr verdienen dürfen als? Boah, dafür müsste man sich jetzt mit dem Gesetz auskennen. Das ist die Frage. Das ist bei uns eher deine Aufgabe. Das ist meine Aufgabe, wieso meine? Vielleicht du da hier, oder? Du Mufti bist. Ich habe nur relativ hohes Allgemeinwissen, aber nicht so hoch. Ja, und plötzlich versagt's, ne? Ja, weil mein Allgemeinwissen ist halt relativ hoch und breit gefächert, aber nur bei Interessengebieten, die mich interessieren. Bei Eselbabys zum Beispiel? Genau, bei hungernden Eselbabychen aus Papua-Neuguinea. Zum Beispiel. Boah, ich überlege gerade, was ich den ganzen Tag heute machen werde. Also den ganzen Tag vom Rechner hocken kann ich nicht. Nee, das ist zu warm. Das ist zu warm. Aber rausgehen ist noch tödlicher. Weil da wirst du erschlagen. Der einzigste Lichtblick, der mir aktuell noch bleibt, ist, dass wir, als wir das letzte Mal so einen heißen Sommer hatten, so heiß ist ja aktuell bloß eine Woche, also wir heulen ja hier schon auf sehr niedrigem Niveau. Das ist ja noch nicht warm.
Ne? Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt ist schon ein ganzer Monat. Das haben wir, glaube ich, als ich noch Kind war. Wo alt war ich da? So 14? 13, 14 rum? Und Leute, das ist echt lange her. Und das ist echt lange her. Über die Hälfte meines Lebens. Und da gab es wirklich so einen heißen Sommer, wo die gesamten Sommerferien über, die gesamten 6 Wochen Sommerferien über, nur Temperaturen von 28 Grad und mehr herrschten. Und es nicht ein bisschen geregnet hat in diesem Sommer. In den Sommerferien. Also, ne, das ist dann Meckern auf hohem Niveau in meinem Augen. Weil dann geht es ja wirklich nach dem Motto, es ist ja seit Wochen. Und aktuell ist es ja nur eine Woche, wo diese Temperaturen so sind. Deswegen ist es noch nicht ganz so schlimm in meinen Augen. Nee, ist auch. Könnte aber noch schlimmer werden. Es könnte aber noch schlimmer werden. Aber als wir das letzte Mal so, ne, darauf zurückzukommen, so einen Sommer hatten, wo wir jetzt hier so eine knallige Woche hatten und auch noch ein bisschen länger, das war in dem Winter oder in dem Jahr, wo dieser richtig knallige Winter war. Da hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Wo es selbst hier in Köln bis zu 30 cm Neuschnee gab und alles tot lag. Weil keiner vorankam mit seinen Autos. Weil die Porsche Cayenne-Fahrer und möchte gern SUV-Geländefahrer ja sich ja nur Allwetterreifen holen für ihre 20 Zoll Bereifung. Weil Winterreifen kostet ja zu viel Geld. Ne? Und mit Allwetter durch 30 cm Neuschnee mit einem möchte gern Stadtgeländewagen, der noch nie Gelände in seinem Leben gesehen hat, durchzukommen, ist schon schwierig für die Hausfrau mit ihren High Heels. Kann man machen, muss man aber nicht. Genau. Deswegen ist schon was seltsam. Aber so ein knackiger Winter, da wäre ich auch für. Ja, also jetzt kommt drauf an. Also ich mag ja Kälte, aber es muss trockene Kälte sein. Trockene Kälte und auch trockene Wärme sind richtig, richtig super. Ich mag dieses feuchtige Matsche nicht. Ja, das ist wahr. Das ist immer so, bah. Also wirklich ein Winter, wo es knallige Minustemperaturen sind, da kann das auch mal minus 15, minus 16 Grad sein. Das ist mir scheißegal. Ja, ist schon drin nicht so warm. Weil es gibt nur schlechte Kleidung, kein schlechtes Wetter. Richtig, und wenn der PC an ist, ist es sowieso warm. Ja, aber auch draußen ist es ja nie so schlimm. So, ich muss mal den Heuwagen hier stehen lassen, weil wir sind voll. Ja, zum Körnermais bin ich gerade unterwegs. Ach, du meinst das Gras. Ach so. Ja, das Heu. Ich bin gerade zum Körnermais unterwegs. Ich habe ja noch mal eine Ladung voll gemacht, aber wir sind noch bei 95%, was noch drin ist. Ja, du kannst ja auch dieses eine Silo laden, das oben steht am Hof. Da steht ein Silo für diese Strohablage. Wo? Ach so, stimmt. Ja, da kannst du es auch reinfüllen. Die großen Hinstellsilos. Mhm. Wie gesagt, also im Winter schöne, knackig kalte Temperaturen, sodass kaum Luftfeuchtigkeit da ist. Und dann ordentlich Schnee. Ja. Das ist ein geiler Winter auf den. Also ich hoffe, dass das dieses Jahr wird. Da macht es auch mal Sinn, mal wieder Winterkleidung anzuziehen. Letztes Jahr war ja mehr Herbst. Kälte war Herbst. Ich habe meine Winterjacke nicht einmal angezogen, auch nicht beim Skifahren. Skifahren. Müsste ich auch mal. Oh, ich glaube, ich besuche dieses Jahr im Winter den Reed mit meinem Schatzi. Also bei uns im Dorf kannst du nicht skifahren, da musst du nochmal 2 Stunden fahren, das ist nicht so. Ja, aber du weißt wo. Ja, in Österreich halt irgendwo. Ja, wir fahren einfach zu dir und du machst das dann. Ich fährst halt mal los und der erste Lift, der an ist, da fährst du ein Ski. Du organisierst das dann für uns. Ich kann übrigens kein Skifahren, du musst mir das beibringen. Kann dein Fräuchchen wenigstens skifahren? Nö. Für die Snowboard? Nö. Das ist ja noch schlimmer. Wir können aber beide gut hinfallen. Das ist eine gute Voraussetzung. Ich drück dir dann quasi die Kamera in die Hand und danach besuchst du uns dann im Krankenhaus. Wäre ich dafür? Komm on. Herrlich. Ich muss jetzt leider durch die Ante durchfahren, weil das Ding ist so schwer. Mach das. Ich fahre zu diesem großen Das wird sich so beschissen, wenn da 60 Tonnen hinten drin sind. Woohoo! Aber er driftet wie bei Fast and Furious 2. Das ist geil. 3. Da steht ein Mähdrescher mitten im Weg. Wo? Bei unserer Farm. Naja, ich habe da vorhin einen abgestellt, weil den muss ich noch abladen, aber ich habe noch keinen Laster dazu gehabt, den hole ich gleich. Achso. Egal in welches Silo ich das reinklatsche? Das geht nur in eins. Muss mal gucken. Ich glaube in so, boah. Das sind natürlich nicht markiert. Nee. Müssen sollen ja so Schilder besorgen. Also muss ich mal gucken.
Fass halt mal rückwärts ran, wenn du abladen kannst, dann ja, wenn nicht, dann nein. Ja, ich rangiere doch schon. Kriege ich einen Kuh? Ah, da, Kuh. Gibt es noch eine Füllstandsanzeige? Ja. Oh, der wackelt. Oh, der wackelt. Der ganze Turm wackelt. Schubst mich nicht an, Reed. Sonst hau ich den Turm um. Das Einzige, was wackelt, ist dein Auto. Und sehr witzig. Und der Anhänger. Ja, weil dein Auto wackelt. Ja, und der Silo. Der wackelt bei mir nicht. Wenn du natürlich noch weiter dagegen fährst, dann schiebst du es irgendwann weg. Habe ich schon. Ja, das ist das für Gras und das andere ist das für dieses Rohrzeug. So, wir sind auch am Ende dieser Folge angekommen, lieber Reed. Exakt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns am Samstag wieder. Ihr seht es gut erholt am Hochzeitstag Samstag. Genau. Ach, bin ich müde. Ach, diese Hitze immer zu schaffen. Okay, also bis dann. Tschüss.